Hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir sind hier noch voll dabei. Da hatten wir hier so zwei Schiffe gefunden, die wir gerne noch schnell übernehmen wollen. Hier oben müssen wir nur aufpassen, da ist noch ein Xenon-K unterwegs. Der könnte uns tatsächlich echt Probleme machen. Zerrochen ist hier in der Nähe. Müssen wir mal gucken, wie wir das angehen. Barbarossa. Das Ändern an sich ist ja hier Anschwung. schon gestartet. Das heißt, hier wird noch auf den Hüllendurchbruch gewartet. Und wir können in der Zwischenzeit mal noch zum Elefanten rüber. Inkalkatua, Verteidiger. Oh ne, wo ist er denn? Da ist er. Elefant. Denn die Konstruktionsschiffe geben halt schon ordentlich Geld. Ja, das würden wir gerne mitnehmen. So, ein der Xenon hier. Ne, der will nicht zu uns. Okay, gut, passt. Ah, da oben ist der K. Der könnte uns echt unsere Errungenschaften hier zerstören. Gucken wir mal gerade, dass hier Elefant. eben nichts repariert wird, vielleicht. Kann ich denn die Runden hier mehr auswählen? Wir wurden getroffen. Komisch. Wir springen jetzt mal auf unseren Rochen rüber. Dann kümmern wir uns hier um den K erstmal. Ja, der hat nämlich die Station auch gleich down. K. Okay, also wir sind unterwegs. Unsere Schiffe stehen hier soweit. Das Entern. Wem wird denn die angegriffen jetzt hier? Barbarossa. Ah, okay, von den Strahlen. Na gut, das ist ja nicht Anschwung. allzu dramatisch. Das sollte vom Entern her jetzt eigentlich dann nichts weiter groß K. ausmachen. Hier noch mal rüber. Er will jetzt hier noch flüchten. Wir müssen irgendwie alles bespielen gerade. Hydra, königlich. Elefant. Wir werden beschossen. Reparaturdrohne. Reparaturdrohne. Elef-Reparaturdrohne. Ja, die sind eh schwierig, das zu Elefant. bekommen. Reparaturdrohne. Naja, okay, reicht erstmal so. Ach Gott, unser Rochen hat hier nochmal gedreht. Lassen wir den noch einmal hier durch die KI drehen. Elefant. Reparaturdrohne. Elefant. Na, ich bekomme die echt hier Etwas schlecht hat uns rein. getroffen. Okay, zurück zum Rochen. Gucken, da ist auch sonst irgendwie kein Schiff unterwegs dafür. Okay, und wir müssen die Hülle noch beschädigen, sehe ich gerade.
Das Schöne ist halt der Effekt durch die Waffe. Okay, der steht noch da. Ist eben auch jetzt nicht die spannendste Waffe, aber sie funktioniert. So, unsere Geschütze mal vielleicht aktiv halten. Jetzt habe ich die Waffe hier überladen. Okay, mal gucken, dass wir außer Range bleiben. Ah, wir haben ja noch ein bisschen Schild hier. Normalerweise hauen diese Xenon-Geschütze ja viel stärker rein. Aber ich muss sagen, das Boronische Schiff mit seinen Schilden hält da echt gut stand. Ne? Also, da kann ruhig hier einiges reinkommen. Da wäre hier jedes andere Schiff schon längst down, würde ich mal behaupten. Außer jetzt vielleicht ein Asgard oder was in die Richtung. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben da schildtechnisch. Ist das hier echt entspannt? Also, bei dem, was wir hier alles abbekommen. Muss man auch einfach mal so sagen. Explosion steht vor. Okay, das hätten wir. Wie sieht es denn mit dem Enter-Vorgang hier unten aus? Ah, dann müssen wir noch die Hülle runterballern. Okay, dann fliegen wir den doch mal als nächstes an. Handschuh. Danke. Ja, und wir haben hier noch ein bisschen Geld erhalten. Und wir können direkt in den Reiseantrieb rein. Das hat natürlich schon was hier, ne? Gucken wir uns mal die Herkules an. Okay, der will schon in den Reisemodus rein. Teleportieren uns rüber, den Rochen nehmen wir den Befehl raus. Dann werden wir jetzt den noch mal kurz hier aufhalten. Hydra, königlich. Reparaturdrohne. Elefant, Reparaturdrohne. Naja, die trifft man echt überhaupt nicht, so wie die da anfliegen. Okay, so, der hat es jetzt nochmal geschafft. Danke. Und wir fliegen direkt weiter zu unserem Enterstück hier. Auf 80% muss die Hülle runter. Das hatte ich leider eher falsch ausgewählt, würde ich mal sagen.
gucken, ob hier irgendwelche ultimativen Teile dabei sind. Ah, jetzt kommen hier auch mal ein paar Schiffe an und auch mal ein Zerstörer, nachdem hier alles zerstört wurde. Naja. Gut, wir haben ja schon geholfen. Wir müssen jetzt hier mal noch die Hülle runterbringen. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Aber erstmal den Schild down bekommen müssen. Okay, jetzt geht's hier auch in Ruhe. Das ist eigentlich das, was ich vermeiden wollte. Aber ich finde die Waffen der Baron echt mega cool. Und in dieser Geschwindigkeit könnten ruhig dann mal derart sich das Spiel entwickeln. Dass sie einfach mal alles ein bisschen actiongeladener wird. Und 80%. Wir müssen hier aufpassen, dass er uns nicht wegfliegt. Es wäre ungünstig, wenn er da in den Xenon-Sektor reinfliegen würde. So, wir bleiben jetzt mal hier stehen. Jetzt gucken wir mal hier in das Enterlock rein. Na, warum kommen wir denn da? Können wir das denn nicht auswählen jetzt? Liegt es an mir oder? Ah ja, jetzt bekommen wir es angezeigt. So, unsere Ende-Angriffsstärke ist eigentlich relativ hoch. Das sollte eigentlich sich zeitlich ja auch in Grenzen halten. Fliegen wir hier noch weiter zum Rochen hin. Ja, okay. Sollte also jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern. Elefant. Okay, den gehen wir jetzt mal retten. Kommt hier gerade ordentlich was rein hier. Hydra, königlich. Die Hydra, die werden wir auf jeden Fall schützen. So, und wir ziehen die Begleitschiffe mal alle zurück. Wo sind denn die überhaupt? Ah, genau, die hatten wir hier abgestellt. Einmal zurück zum Rochen. Wir übernehmen den Rochen jetzt mal. Und da das Schiff jetzt auch nicht feindlich ist, haben wir den Vorteil, dass wir da unsere Schiffe einfach mal drauf ansetzen können. Elefant. Ah ne, der wird sogar als feindlich hier drin. Können wir da auch, glaube ich, nicht explodieren. Hören die mir auf Jäger?
Okay. Ist das alles, was du drauf hast? Ja, da kommen unsere Schiffe. Das Entern ist im Grunde gleich abgeschlossen. Ja, noch einen Moment, schon dauert's. Aber die großen Geschütze hier, die so explodieren, die treffen echt gut, ne? Also auch bei Jägern. Erwarte Befehle. So, die gehen jetzt hier sowieso auf Abfang. Erwarte Befehle. Mal zugucken hier. Auch nicht. Erwarte Befehle. Ja, das hat sich jetzt relativ schnell schon geklärt. Erwarte Befehle. Wir stellen unsere Schiffe mal auf Verteidigen. Dann ziehen wir die entsprechend hier alle zurück einmal. Ja, einer hat es noch nicht verstanden. Obwohl wir die jetzt auf Verteidigen gestellt haben. Ja gut. Danke für Ihre Hilfe. Sollten aber. Ja, komm. Dann tut für was ihr gebaut wurdet. Wir warten jetzt einfach mal hier. Erwarte Befehle. Ich glaube, wir brauchen hier noch mehr Hydras. Wir hätten aber noch die Option, unsere Barracuda mitzuschicken. Wir sollten dann eigentlich auch direkt starten. Okay, jetzt ist nichts mehr da. Dann hat sich das auch schon erledigt. Okay, wir können mit dem Magneten echt alle Waren hier im Umkreis schon bekommen. Erwarte Befehle. Reise an. Erwarte Befehle. Okay, da hinten, die kommen noch. Das Geräusch da, das ist immer so ein bisschen nervig mit den. Oh, unsere Schiffe werden angeschossen. Greifen jetzt in den Kampf ein. Wir werden mal uns hier zurückziehen. Danke. Warum beschießt du mich? Und dann checken wir mal, wie weit jetzt hier der Entervorgang ist. Ja, noch 6 Besatzungen verteidigt. Das heißt, das sollte jetzt jeden Moment erledigt sein. Und schon ist das Schiff uns. Erwarte Befehle. Wir transferieren jetzt mal die Besatzung noch mal auf die Barbarossa. Das Schiff lassen wir jetzt mal hier so stehen. Beziehungsweise wir nehmen von der königlichen Hydra einen mal gerade weg hier.
und setzen den hier auf das Schiff. Und weiter werden wir jetzt auf unsere königliche Hydra wechseln. Hydra, königlich. Kurz hinten dran. Dann werden wir jetzt die Honshu nehmen. Die ist ja schon flugfähig. Wir werden die schon mal komplett abrüsten. Die wollen wir auf keinen Fall behalten. Hier die ganzen Drohnen, Reparaturdrohnen hat er noch. Die lassen wir, die verkaufen wir ab. Die können ja jetzt noch genutzt werden, solange. Wir reparieren es auch noch, bekommen wir schon 30 Millionen. Das ist ein lohnendes Geschäft hier. Und wir checken mal jetzt hier das Schiff hier. Wir scannen das schon mal. Und da sehen wir, das war auch keine Crew drauf. Oh. Aber die wird uns gar nicht angezeigt hier. Das könnte tatsächlich eine Etwas hat uns getroffen. Aktion werden hier. Nicht ganz so einfach, ne? Wir werden es einfach mal so starten. Okay, wenn wir die Hülle, ja, das dauert dann halt alles ein bisschen weniger lang. Wir lassen es einfach mal so. Sollte prinzipiell funktionieren. Enterteams machen sich startbereit. Und wir kümmern uns jetzt einmal um die Geschütze noch. Okay, dann haben wir auch noch eins. Noch ein Plasma. Und noch eins. Etwas hat uns getroffen. Okay, wir haben eigentlich jetzt nur noch. Hier vorne ist noch eins. So. Ein Stück zurück. Ja, Schildgeneratoren, die können hier dann drauf bleiben. Dann sollte der Endervorgang eigentlich funktionieren. Haben wir eigentlich zu blicken Satelliten hier? Ne, da haben wir gar keinen. Haben wir ja große Satelliten hier drauf? Auch nicht? Oh je. Gut, da müssen wir uns dann noch drum kümmern. Wir wurden getroffen. So, die Honshu müsste eigentlich auf dem Weg sein. Langsam, aber sicher.
Ja, und dann heißt es wieder warten. Kapsel gestartet. Unterwegs zum Ziel. Die Kapseln sind schon raus. Kontakt, bereiten Höhendurchbruch vor. Verstanden. Enterkapsel, Elefant. Okay, Stufe 2 läuft. So, dann ja, brauchen wir eigentlich nur zu warten. Er fliegt auch wieder, das können wir auch so lassen. Das ist okay, denn dann ist es auch repariert, wenn wir dann wegfliegen wollen. Oder die Barbarossa kümmert sich eben darum. Wir müssen nur aufpassen. Ah ne, aber den Elefanten hier, den will er nicht abfangen. Die fangen echt nur hier die Xenon ab. Ich denke, wir ziehen den Rochen jetzt mal noch ein Stück etwas raus. Hat uns getroffen. Also rein von der Enterstärke müssten wir das eigentlich ja locker schaffen, das ist klar, aber erfahrungsgemäß gehen da trotzdem immer sehr, sehr viele down. Etwas hat uns getroffen. Die Barbarossa, okay. Ja, was macht die denn da? Wenn man die Geschütze zerstören, die schießen nämlich hier auf unsere Barbarossa. Etwas hat uns getroffen. Abbekommen hier schon. Müssen wir ein bisschen aufpassen, denn die Barbarossa hat gar nicht so die vollen Schilde. Ich brauche ein Update. Durchbruch steht bevor. Lagebericht. Krüll. Okay, wir hauen mal unsere Geschütze raus. Und beim Durchbruch soll das dann eigentlich relativ schnell weitergehen? Was war denn das hier? Ah ja. Wir wurden getroffen. Gut. Okay, da sind die nächsten Plasma, die ballern. So, das sind die oben, die. Wir werden beschossen. Okay, gehen wir sie einmal durch. Raketen interessieren eigentlich nicht. Die Plasma sind halt ein klein wenig gefährlich. Ah ja. Okay, welche denn? Die Modifikation, das ist super. Dann machen wir hier mit dem Schild auch noch weiter. Unerbittlichen Belastungen eines echten Kampfes aussetzen.
Gut, das können wir ja relativ einfach machen. Wir benötigen Daten von verschiedenen Waffensystemen. Obwohl es sich nur um einen simplen Auftrag zum Datensammeln handelt, muss ich Sie inständig bitten, nicht das Zeitliche zu segnen. Okay, dann holen wir uns mal hier ein Plasma ab. Super. Ja, da müssen wir aber einiges abbekommen. Okay, das macht hier dann nur bedingt Spaß. Wie sieht's aus? Sind wir schon durch? Nee, leider noch nicht. Okay, wir müssen wirklich 50 Geschosse einstecken. Es hängt wirklich außer, dass wir den Sensor nicht nutzen können. Na ja, komm, noch ein paar Mal, dann haben wir es ja. Hier noch eine Ladung. Okay, dann hätten wir das. F. So, der hat doch hier auch bestimmt Geschütze. Okay, da brauchen wir nur noch einen Waffentyp. Elefant. So, wie sieht's denn da jetzt aus hier mit dem Teil? Wir warten hier immer noch, bis der Durchbruch hier endlich mal erfolgt. Oh, ich sehe gerade hier wieder. Da sind die Plasma wieder dabei. Okay, ich muss ein bisschen auf Abstand gehen. Elefant. Etwas hat uns getroffen. Dann lass uns da mal mitziehen. Etwas hat uns getroffen. Ja, mit 100% Hülle dauert es echt ewig. Beschossen.
Etwas hat uns getroffen. Eieiei. Das ist ja echt lange. Wir werden beschossen. Dann Blast mal aktiv hier. Barbarossa. Okay. So, wo ist denn das Teil hier? Okay, der hat schon abgerüstet. Was bekommen wir denn noch im Verkauf dafür? Weitere 22 Millionen. Wenn wir haben. Dann haben wir hier noch eine Odysseus. Die hatten wir irgendwie auch gekauft. Die hatten wir auch schon abgerüstet. Können wir auch verkaufen. Leider nicht allzu viel. Die Herkules. Die hatten wir ja auch schon. Ich weiß sogar, dass wir so viele Schiffe geändert hatten. Mal gerade gucken. Da sind nur Rekruten eigentlich drauf. Wir werden jetzt mal noch den einen. Los, Bewegung! Sie können angreifen. Den einen Veteran hier rüber transferieren. Ach komm. Sagen Sie dem Gruppenführer, dass wir Feindaktivität entdeckt haben. Dann einmal verkaufen. Bekommen wir 9 Millionen noch. Der Hintervorgang hat bereits begonnen. Lagebericht. Feuer eröffnen. Ich brauche ein Update. Okay, das geht ja doch relativ schnell runter. Setze Gefecht fort. Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. Und das Schiff ist uns. Barbarossa. Elefant. Dann werden wir jetzt von dem Elefanten hier nochmal die Crew transferieren auf die Barbarossa zurück. Da sind auch noch 5 Veteranen, die wieder ranmachen. Schon viel aus da beim Kampf. Und mal gucken, wir haben gar nicht so viele. Dann holen wir einfach hier einen. Den Veteranen jetzt unbedingt nicht, vielleicht einer der schlechteren. Dass wir den als Kapitän hier einmal zuweisen. Und dann schicken wir das Ding auch direkt zur Schiffswerft runter. Einmal abrüsten. Können wir ja mittlerweile schon. Ist jetzt hier nicht so ganz so profitabel wie bei den Terranern-Schiffen. Die Terraner waren einfach ein gutes Stück teurer sind, auch im Einkauf. Aber das sollte jetzt erstmal passen. Reparieren es auch noch. Haben wir jetzt erstmal 3,5 Millionen, das ist nicht viel. Ansonsten ist ja hier alles soweit okay. Die Barbarossa hat jetzt auch mal kurz eine Pause und wir schicken die Barbarossa
einmal zum Reparieren und für Personal aufzustocken. Hätten wir noch ein Antigone-Schiff. Auch noch ein Konstruktionsschiff. Mammut, Verteidiger. Gucken, wie stark das hier besetzt ist. Einmal scannen. Hey, das dürfen Sie nicht. Okay, da sind auch nicht so viele drauf. Ist die Frage, soll man das gerade mitnehmen? Ist halt so eine Sache mit dem Ruf hier. Aber ansonsten... haben wir hier auch sonst, glaube ich, gar nichts anderes noch. Das Unterstützungsschiff der Terraner hat halt mega viel gebracht, muss man einfach so sagen. Es war sehr, sehr profitabel. Na, er will die Quantumröhrenfabrik hier bauen. So, hat sich der Xenon auch erledigt. Mammut, Verteidiger. Sollen wir den noch mitnehmen oder? Ist er ja schon in der Baustellung. Na komm, dann lassen wir den die Station bauen. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Sonst sehe ich jetzt auf Anhieb erstmal nichts weiter. Ja, dann hätten wir doch eigentlich jetzt erstmal genug. Dann machen wir nämlich genau das, was wir machen wollten. Impulsprojektor. Okay, der ist jetzt von den Xenon, glaube ich, gewesen. Das heißt, wir würden jetzt am besten mal durchs Nordtor hier durchfliegen. Sprungtor, Tarkas Zusammenbruch. Und gucken, dass wir da noch ein paar kleine Xenon finden. Erreiche System, Tarkas Zusammenbruch. Ja, wenn man sie mal sucht. Findet man keine. Ah, ich freue mich schon gleich aufs Tuning. Ich hoffe, dass wir da die Beschleunigung echt mal ein bisschen verbessert bekommen noch. So, ein paar Xenon-Schiffe wären ganz hilfreich. Wir machen die Geschütze bewusst aus. Lassen uns jetzt hier beballern. Okay, so, den hätten wir. Gefahr, gefährliche Region entdeckt. Warten jetzt hier mal. Wir bleiben einfach stehen. Und sobald wir da genug haben. Okay. Gut. Wie sieht es denn überhaupt aus? Schildgeneratorspule. Fortschritt. Haben wir nur eine? Das heißt, eigentlich hatten wir ja gesagt, das werden wir wahrscheinlich für den Zerstörer dann benutzen. Dass wir das Schiffsnanogewebe zumindest mal nutzen. Oder wir nutzen einfach alles. Ist auch eigentlich wurscht. Für Spielerschiff finde ich sogar interessanter als für die Zerstörer jetzt. Auch wenn es unser Hauptzerstörer zwar ist, aber das Problem ist eben die Geschwindigkeit. Denn diese getunte Geschwindigkeit, das ist dann im Flottenverband immer so eine Sache. Und deswegen möchte ich das eigentlich gar nicht unbedingt jetzt auf Schiffen machen, die wir nicht primär fliegen, wie jetzt hier unsere Hydra. Autopilot eingeschaltet. Okay, so, dann fliegen wir hier weiter.
So, alle Schiffe haben es auch hier weggeschafft. Das heißt, auch der Elefant ist auf dem Weg. An dem kommen wir hier gleich vorbei. Elefant. Ja, links fliegt er mit 1000 Sachen zum Ziel. Schönes Schiff eigentlich. Und ich finde, das Split-Design hier auch auf jeden Fall gelungen. Wird sogar noch repariert, das ist ja noch besser. Ist auch auf 100%, das heißt, die Reparaturkosten werden sich da auch beim Null halten, circa. Erreiche System, Argon Prime, Autopilot, ausgeschaltet. So, wir landen jetzt im Raumdock und dann gucken wir mal, was uns das Tuning da bringen wird. So, die hat auch, glaube ich, keinen Befehl mehr drin. Wir holen doch, da war einer drin. Okay, holen wir raus. Hydra, königlich. Dann laufen wir jetzt zur Werkbank. Und schauen mal, was wir mit der königlichen Hydra hier noch machen können. Ja, da kommt noch ein anderes Schiff rein. Einmal zum Schiffshändler. Und zur Werkbank. Da ist er, die königliche Hydra. So, Rumpfmodifikation. Das heißt, wir hätten hier die Möglichkeit, den Schiffsflugwiderstand, Radarsichtbarkeit, Schiffsmasse. Ich würde sagen, dass wir das mit der Schiffsmasse machen. Die könnten wir hier... Ja, hat sich tatsächlich gar nicht so viel getan. Gucken wir, dass wir die prozentual noch ein bisschen höher bekommen. Radarreichweite. Hat natürlich auch was. Haben jetzt gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Eigentlich wäre das ja schon ganz gut. Dann haben wir zumindest die Beschleunigung mal ein bisschen besser. Wie sieht es denn aus mit dem Triebwerk? Da können wir hier auf dem nur... Ah, ist ja auch egal. Vorwärtsschubmodifikation. 10%. 25%. Gucken wir, dass wir hier vielleicht noch eine kleine Verbesserung bekommen. Okay, nee, das bleibt alles hier bei Minus. Das ist aber trotzdem Reisemodus Schub. Ist eigentlich trotzdem besser wie gehabt. Lassen wir das doch mal so. Beschleunigung ist immer noch unheimlich langsam. Ansonsten die Schilde, da sind wir noch dran. Waffenmodifikation haben wir noch gar nicht geforscht. Ich denke, dass das so okay ist mit den Mitteln, die wir jetzt haben. Wir ducken mal ab. Machen wir hier raus.
Jetzt fliegen wir statt 450, kommen wir jetzt auf 500, fast 5, also fast 100 mehr. Der Reisemodus beschleunigt jetzt auch einen Tick schneller. Wir können es immer noch mit dem Boost machen. Durch die Schiffsmasse ist das Schiff auch wesentlich wendiger. Also fürs Erste ist das ganz okay. Können wir so lassen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir unser Geld sinnvoll investiert bekommen. Wir haben ja jetzt Satelliten, falls da mal was auftaucht. Wenn wir uns das ja dann auch noch schnappen. Da ist unser Rochen. Ich bin mit den Kalmaren ein bisschen unzufrieden. Ich hatte mir da eine bessere Performance gewünscht. Okay, gut. Ansonsten... Oh, was haben wir denn hier? Phoenix, Angreifer. Scannen den hier mal. Ist ja kaum Besatzung drauf. Müssten wir doch eigentlich auch schaffen. Wo ist denn unsere Barbarossa? Okay, die ist schon fertig. Dann werden wir die jetzt mal zu uns ziehen. Wir bringen das Ding hier mal zum Stillstand. Ihr Handeln ist inakzeptabel. Erleiden schwere Schäden. Rakete im Anflug. Gefahr. Rakete im Anflug. Okay, die Raketen sind natürlich fies. Rakete im Anflug. Gefahr. Rakete im Anflug. Die Raketen sind nervig. Okay, wir fliegen jetzt mal weg hier. Cerberus, Angreifer. Okay, so, wir gehen hier mal noch mal einen erneuten. Rakete im Anflug. Wir werden beschossen. Das ist aber echt ungemütlich hier. Noch eine Verteidigungsdrohne. Ich
fangen jetzt mal mit den großen Geschützen an. Oder vielleicht erstmal mit den Verteidigungsdrohnen. Phoenix, Angreifer. Wir wurden getroffen. Wir haben ja eine große Range. Dann nutzen wir die jetzt einfach auch. Hm, das sieht doch eigentlich ein bisschen besser aus. Danke für die Hilfe. Okay. Müssen wir jetzt ein bisschen näher ran. Folgender Turm da oben. Lern erstmal fliegen. Auch noch einer. Gut. Das passt. Wo ist denn die Barbarossa? Ja. Die ist ja schon recht schnell hier mit ihren 6000. Deswegen müssen wir da jetzt nicht ewig lange warten. Aber ich denke, das Schiff hier, das nehmen wir vielleicht noch mit. Wenn die Argonen es nicht vorher zerstören, das ist nämlich hier gerade das größte Problem. Fall doch aus der Luftschleuse. Cerberus, Angreifer. Hey, hören Sie auf, mich zu beschießen. Ja. Phoenix, Angreifer. Elite, Verteidiger. Damit lasse ich sie nicht davonkommen. Oh, aufhören! Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Hier ist die Sektorsicherheit. Kommkanal offen. Melde Angriff auf diese Station. Bestätigt. Strafregister wurde aktualisiert. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Mini-Ruf da verloren. Eclipse, Angreifer. Dann kann ich jetzt auch erstmal leben. Cerberus. Angreifer. Oh, da kommen ja noch mehr. Ja, jetzt zerstört mir hier nicht meinen Zerstörer, den ich extra vorbereitet habe. Ja, ich glaube, das können wir vergessen. Ja, da brauchen wir gar nicht zu starten. Dankeschön. Dass wir das Schiff hier nicht haben dürfen. Ja, jetzt kommen auch noch die Zerstörer. Okay, gut. Das war hier wohl nix. So.
So, der Elefant ist hier noch am Anfliegen. Ah, die Barbarossa wäre jetzt mal da gewesen. Schön. Okay. Gut, fürs Erste. Ich meine, wir haben ja auch jetzt ein bisschen was an Geld zusammen. Dann geht's jetzt zu den Baronen. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hier nochmal ein paar Sprünge machen. Erreiche System. Ketzers Untergang. So, jetzt haben wir natürlich kein Schiff hier auf der Station auf. Na komm, kaufen jetzt mal eine Marco hier. Qualle. Guten Tag. Soll die da hinfliegen? Dann haben wir das auch gespart. Okay, einmal andocken. Erwarte Befehle. Wir können in der Zwischenzeit ja mal noch auf die Station schauen. Siliziumscheibenfabrik. Ja, 1,8. Hüllenteile. 3,2. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Aber bei weitem nicht das Ziel da, wo wir hinwollen. Können ja mal hier reinschauen. Ich hatte ja mal, glaube ich, eine Vorlage gemacht. Gute Frage jetzt, ne? Wir haben so viele hier. Welche das nochmal gewesen sein könnte. Schiffswerft Let's Play, das könnte so gewesen sein. Da fehlt natürlich einiges. Baut natürlich auf diversen Vorlagen auf. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen werden. Wir wechseln jetzt mal zu Marco rüber. Die ist ja jetzt schon gelandet. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen shoppen, was Blaupausen angeht. Erreiche System Phönixtal. Mit dem Kauf der Blaupausen ist es nicht getan und mit dem Start des Bau auch nicht. Deswegen wird das auch noch eine Weile dauern. So, im Grunde Antimaterie-Zellen, Antriebsteile, Gasproduktion, medizinische Güter, Drohnen, Elektronikkomponenten, Feldspulen, Geschützturmkomponenten, Mikrochip, Nanotronik. Ja, die können wir eigentlich rauslassen. Brauchen wir jetzt noch nicht. Plankton? Eieiei. Plasmaleiter, Quantumröhren, Raketenbauteile brauchen wir erstmal nicht. Schildkomponenten, Fabrik, Sensorbündel, Verbundwerkstoff und Waffenkomponenten. 50 Millionen. Ich wünsche eine angenehme Reise. Gucken wir noch einmal rein. Also, Antimaterie-Konverter. Weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Ist halt auch sehr teuer, die Vorlage. Baumodule, Wartungshanger könnten wir schon kaufen. Lager, wir holen mal auf jeden Fall die ganzen Lagerdinger hier mit. Die Wohnmodule lassen wir außen vor, genauso wie, gut, die kosten jetzt nicht viel. Die können wir schon mal mitnehmen. E3er-Dock, das macht auf jeden Fall Sinn. Handelsstation der Baronen, 4-Dock Raumpier. Ist natürlich auch ganz cool, ne? Können wir mal so mitnehmen. Verbindungsgerüste haben wir schon, ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Dann haben wir immer noch einen Haufen Geld. Hallo. Und jetzt liegt es daran zu entscheiden, wo wir das hinbauen wollen.
Prinzipiell würde sich ja eigentlich da unten der Sektor wieder anbieten. Der ist einfach für uns gemacht. Das ist, denn wenn wir jetzt hier nur Chipsaft hinbauen, haben wir immer alles am Arsch der Welt, sage ich jetzt mal. Das gefällt mir dann eher weniger. Dann gehen wir mal zurück zur Qualle und von da zur Hydra. Und von da schon dorthin. Nee. System. Hier müssen wir erst aufs Hauptquartier. Von da geht's dann zur königlichen Hydra rüber. Erreiche System. Ketzers Untergang. Erreiche System. Argon Prime. Erwarte Befehle. Gucken wir mal gerade nach unserem Rochen da oben. Es ist immer so ein bisschen gefährlich hier im Sektor. Ja, okay. Die mir stellt sich halt die Frage, wie wir die Koronen supporten können. Eigentlich können wir die nur dann supporten, wenn wir auch bei denen in irgendeiner Form aktiv sind, was die Handelsreichweite einfach gegeben ist. Und der Sektor würde sich theoretisch auch anbieten, aber wegen den Schäden, die man da erhält, eher weniger. Ich meine, Sektoren für so eine Schiffshaft reinzubauen sind eigentlich genug da. Allerdings. Nichts gefunden, fliegen Sie weiter. Ist halt da ganz hinten im Eck. Ich meine, wir könnten es auch noch hier irgendwo reinzimmern. Hätten wir mit Sicherheit auch genug Materialien. Oder hier in dem hübschen Sektor, da ist ja auch keine Menschenseele. War das schon Ihr bester Schuss? Ja, das ist sogar noch ein aufgegebenes Schiff hier. Ja, ich denke, wir werden den Sektor hier übernehmen. Wir fliegen den jetzt mal an. Autopilot eingeschaltet. In der Zwischenzeit, jetzt gucke ich mal. Ich hatte ja damals die Excel-Tabelle immer gerne genutzt, mit dem Bau zu planen. Das Problem ist, dass da die Terraner schon nicht drin waren, glaube ich, und die Boronen sowieso da nicht. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, dass wir hier Stationsbau. Erreiche System. Reiner Blick. Stationskalkulator. Ja, der ist auch für Kingdom End ausgelegt, das heißt, wir werden den dann auch nehmen wahrscheinlich. Erreiche System, gesegnete Vision. Wir sind ja prinzipiell schon gleich da. Greifen Sie jetzt in den Kampf ein. Erreiche System, Anspruch des Pontifex. Erreiche System, frommer Nebel. Okay. So, nächster Sektor ist schon da. Dann lassen wir das mal hier so stehen. Den Rochen ziehe ich mal nach Argon Prime. Erreiche System. Nupileus Glück. Okay, so, am Sektor sind wir. Ich würde die Station dann auch, ja, irgendwo hinstellen, wo sie nochmal Sinn macht.
schon fast gesagt, wir stellen die da mal hier hin. Autopilot, leerer Raum. Haben wir jetzt auch eine wesentlich höhere Scannerreichweite, was nicht verkehrt ist, aber auch nicht wirklich super wichtig. Also, ausgeschaltet. Naja, passt das schon. Wir machen uns nochmal einen Würfel. Stellen die Schiffswerft einmal hier hin, also mit mal eine. Und ja, plantechnisch echt schwierig, das zu bauen. Da wir es ja eigentlich auch im baronischen Design bauen möchten, dazu müsste ich dann nochmal komplett von null anfangen, mir überhaupt hier was zu überlegen. Ich nehme mal gerade hier die Webseite an. Haben wir denn hier die boronische Schiffswerft? Wäre das hier dann eigentlich für uns? Und dann gucken wir mal, ob die Tabelle für uns Sinn machen würde. Das ist jetzt gerade hier so ein bisschen das Problem, was ich hier habe. Denn rein für die Schiffswerft werden die Waren gar nicht so zur Verfügung gestellt. Okay, gut, muss ich mir mal anschauen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Und zum Abschluss verkaufen wir hier noch den Elefanten. Bis dann!